Die siebte Benehmensregel, dass man das, was man lernt, praktiziert. Al-Amal. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass jeder Diener wird Yawm al-Qiyamah gefragt nach seinem Leben, in was er investiert hat, sein Leben, in was er sein Leben investiert hat, und nach seinem Wissen, was er davon praktiziert hat, was er davon gehandelt hat. Und genauso sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Koran ist eine Hujja, ein Beweis für dich oder gegen dich. Der Koran ist ein Beweis für dich oder gegen dich. Für dich ist er ein Beweis, wenn du praktiziert hast, was da drin ist. Und gegen dich ist der Koran ein Beweis, wenn du gelehrt hast, aber nicht praktiziert hast. Deswegen, worauf es ankommt, ist das Praktizieren.